Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 4. Oktober 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen, wird aber bald in Tierkreiszeichen wieder übergehen und es nähert sich zu Vollmond. Aber heute noch im Tierkreiszeichen Fischen und heute noch eine zunehmende Mondphase. Mond hat einen Einfluss von Achenar. Dieser Stern Achenar befindet sich im Fluss Eridanus, das Ende des Flusses. Das bedeutet, wir sollen Ziel setzen, wir sollen auch dieses Ziel erkennen, das Ende des Flusses, und diese Klarheit gibt uns die Vollmondposition, also es nähert sich schon und wir sollen etwas im Fluss bringen. Wie trifft diese kosmische Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben ein Heilenergie, aber bitte sollen sie die Vergangenheit abschließen. Nur was angenehm ist, diese Erinnerungen sollte man pflegen. Die Fischengeborenen brauchen Kraft und sie sollen auch Gedanken machen, wo setzen sie ihren Kraft ein, weil das kann passieren, dass sie helfen für andere. Und sie verlieren dabei die eigenen Kraft, sind immer wieder mal Energieräuber. Und da sollen sie die Fischengeborenen achten, aber auch die Jungfraugeborenen. Sie neigen nämlich beide Tierkreiszeichen dazu, sich aufzuopfern und für anderen da sein. Das ist recht und gut, aber wir sollen da auch die richtigen Entscheidungen treffen. Wann ist das angebracht und hat das überhaupt einen Sinn? Oder geben wir unserem Selbst auf. Und diese Entscheidungen brauchen die Fischengeborenen, aber auch die Jungfraugeborenen. Die Fischengeborenen sollen auf eine Nachricht achten, eine Botschaft, eine Information, weil da sind Unklarheiten da. Und erst wenn die Klarheit da ist, sollen wir das beantworten. Und es ist natürlich auch möglich, dass man nachfragen muss, weil wenn das man stehen lässt, führt zu Missverständnissen, führt sogar zu Enttäuschungen. Also überprüfen die Informationen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen warten, bis die Vollmond vorbei ist und erst dann aktiv sein, aber momentan etwas vorbereiten. Es sind Chancen, Möglichkeiten, da sind auch Umbrüche, Veränderungen, aber das ist nicht der richtige Moment zum Handeln, sondern erst, wenn die Vollmond vorbei ist. Natürlich, dann beginnt die abnehmende Mondphase und das eignet sich ganz gut dazu, etwas loslassen, trennen, verabschieden, die Hindernisse bewältigen. Aber das ist auch eine gute Zeit, besonders bei den Wiedergeborenen, zum Abnehmen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen eine gewisse Ausgeglichenheit. Es ist alles ruhig, kommt auch alles im Fluss. Vielleicht ein Nachricht, eine Information kann unklar erscheinen und da braucht man Erklärung dazu, aber ansonsten ist ein gutes Gefühl und das ist auch angenehm und ruhig den heutigen Tag für die Stiergeborenen und sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und es wird in die nächste Zeit auch die wichtige Thema sein. Die Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Spannung und sollen auch geduldig sein. In die kommenden Tagen kommt die Begeisterung, kommt auch die Anerkennung, kommt etwas in Bewegung. Eine gute Nachricht ist aber trotzdem zum Erwarten. Die Zwillingsgeborenen ist es auch eine Wandlung, was in nächster Zeit kommt, eine Art Transformation und die Finanzen wird auch ein wichtiges Thema sein in die nächste Zeit bei den Zwillingsgeborenen.
Die Tierkreiszeichen Krebsgeborene haben gerade Glück. Es kommt alles im Fluss, es ist alles in Ordnung, das hat auch Struktur. Sie verspüren auch diese Sicherheit und Stabilität. Die Gespräche können eventuell unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht und das bedrückt die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sollen noch warten. Das ist so ähnliche Energie wie bei Wiedergeborenen. Etwas vorbereiten, aber noch nicht handeln, erst nach dem Vollmond. Wichtiger Thema ist bei den Löwengeborenen Freundschaften oder ein Verein oder Hobby oder eine Partei, aber auch die beruflichen Erfolg. Und es ist gerade ein Aufstieg bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen verspüren die inneren Kraft und sie können gerade auch durchsetzen. Sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, auf den Gefühlen, die Ruhe bewahren, weil im Ruhe liegt die Kraft. In Freundschaften sollen die Jungfrau Geborenen kritisch sein, weil so ähnlich wie bei Fischen Geborenen kann bedeuten, dass jemand die Hilfe benötigt, aber das wird auch ausgenutzt und das ist im Freundeskreis. Und die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind Gespräche, Informationen sehr wichtig. Aber man sollte diese Informationen überprüfen. Ist das die Wahrheit? Ist das eine Täuschung? Ist das eine Lüge? Und erst dann beantworten. Und diese Klarheit brauchen momentan die Wagengeborenen und auch ihre eigene Meinung vertreten. Das ist jetzt wichtig, dass sie selbst sich durchsetzen, zu sich selbst stehen und nicht verunsichern von anderen oder übernehmen die Meinungen von anderen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist eine Bewegung und das ist aus eigener Kraft und da können die Skorpiongeborenen auch stolz sein und das ist auch ein gutes Gefühl, das ist das Selbstwertgefühl. Und auch die Finanzen sind auch sehr wichtig, gerade bei den Skorpiongeborenen. Das eigene Selbstwertgefühl hängt energetisch Hand in Hand zusammen mit Finanzen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren eine gewisse Spannung im Augenblick. Wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen wieder, und das ist in den nächsten Tagen schon, dann können die Schützengeborenen aufatmen. Dann kommt die Begeisterung, dann kommen die Bewegung, auch die Chancen, die Möglichkeiten. Also ein bisschen Geduld noch in die Tagen wird das viel besser sein und haben die Schützengeborenen Kraft und auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verspüren auch die Kraft und mit dieser Kraft können sie einiges bewegen in ihrem Leben. Die einzige, wo Hindernisse da sind, die Kommunikation oder eine Nachricht. Kann auch bedeuten, dass sie auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht. Das kann auch ein Termin sein oder ein Vertrag. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen abwiegen, sollen sie aktiv sein oder passiv und das gut einschätzen und da sollen sie auf ihren Intuitionen vertrauen. Manchmal ist es besser, auf anderen zuzugehen, aktiv zu sein, Kontakte suchen. Die Gespräche sind für die Wassermanngeborenen sehr angenehm. Da haben die Wassermanngeborenen natürlich Glück und das bringt auch zu neuen Ideen. Aber es gibt Situationen oder Augenblicke, was vielleicht besser ist, zurückgezogen sein, still bleiben, ruhig verhalten, abwarten. Und das ist die Aufgabe, die Wassermanngeborenen das im Ausabwiegen. Und eine Veränderung ist zum Erwarten in die nächsten Tagen schon. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Diese tägliche kosmische Energie ändert sich ständig und das wiederkehrt sich nie wieder in dieser Form. Das bedeutet, jeden Tag, jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig. So wie auch jeder Mensch ist einzigartig. Jede Geburt ist einzigartig.
Mit anderen Worten, jeder Geburtshoroskop ist einzigartig. In welcher Zeitqualität befinden Sie sich? Wie ist in kommenden Monaten? Oder wie ist in den kommenden Jahren? Es ist natürlich auch möglich, dass bei mir zum Bestellen ein Monatshoroskop oder ein Jahreshoroskop, und das kann ich ganz genau ausführlich für Sie persönlich beschreiben. Aber es gibt auch eine andere Art von Beratung. Und das nenne ich als Blitzberatung, weil es gibt nicht immer um schicksalhafte Ereignisse, sondern wir stehen vor einer Entscheidung und da ist natürlich ein guter Rat Gold wert. Oder wir haben Fragen im Alltag, was sind auch wichtige Fragen, wie zum Beispiel, kann ich die Arbeit behalten? Oder werde ich eine neue Arbeit bekommen? Soll ich mich umziehen? Oder sehe ich ihn in den kommenden Tagen, bekomme ich Antwort auf mein E-Mail oder kehrt er wieder zurück, liebt er mich noch, kann ich meiner Freundin vertrauen, soll ich mit meiner Mutter sprechen und, und. Und auf diesen Fragen kann ich Ihnen schnell beantworten und ich nenne das mal als Blitzberatung. Und wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihren Fragen. Oder möchten Sie die Zeitqualität wissen? Oder wünschen sich eine Himmelsbotschaft? Ich bin nicht nur Astrologin und Kartenlegerin, sondern auch Medium und kann ich auch diese Botschaft vermitteln. Also schreiben bitte die Thema dazu. Und ich werde diese E-Mail persönlich blitzschnell beantworten. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Pro Frage oder pro Botschaft kostet 10 Euro. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.